Und es geht weiter mit Valentino Rossi The Game. Wir fahren jetzt wieder nach Misano und testen dieses Drift-Event mit dem Ford Mustang. Schauen wir gerade mal. Ja, KI Mittel, Schäden leicht. Fahrhilfen Auto, okay. Bremshilfe wollen wir nicht. Stabilitätshilfe. Wir driften, ne? Brauchen wir eigentlich keine Stabilität, ne? Also ich mach's dann mal aus. Ideallinie brauchen wir auch nicht. Rewind, also bis auf Gang schalten hier alles an Prozenten an. Schauen mal, wie sich das so fahren lässt, wie er sich anfühlt. Bin noch nie bis auf den Safety Car Modus Riding a motorbike is not the only way nie mit einem Auto gefahren. For example, you can also improve your skills with the drift. For our challenges here at the academy, we use Ford Oder Mustangs. Brummeln aber die Auspuffdinger. They are perfect for these races, with their power and the rear wheel drive. To start drifting, just accelerate and steer strongly. Remember, the most important thing is to always be in control of the car. If you don't control gas and counter steer, a spin is a given. Races have a time limit, and whoever accumulates the most points wins. Na, dann schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. So, das hier stimmt soweit alles. Da ist unser Mustang. Im VR-Design. Na, der Sound ist ein bisschen merkwürdig, oder? Boah, der ist ein bisschen stark merkwürdig. So, und wir müssen auch gar nicht. Okay, Spiel ruckelt. Jetzt fängt es sich wieder. Komisch, was da auf einmal los ist, aber egal. So, Handbremse müssen wir gar nicht betätigen. Das macht er irgendwie schon automatisch. Wir müssen nur ein bisschen bremsen und dann halt Vollgas geben, damit halt eben die Räder so durchdrehen. So ein bisschen schneiden können wir hier auch. Wie ich aber schon sehe und merke, können wir keine Drifts variieren, also. Wenn wir es hier von rechts nach links scheren, unterbricht es. Aber soweit lässt sich das vom Handling her ganz weich, ganz smooth fahren. Yo. Ah, hat nicht gezählt, warum auch immer. War ein bisschen zu schlampig abgeschlossen anscheinend. Aber für zwischendurch ist das echt ein cooles Event. Mal schauen, wie viele. Oh, das. Ich hab doch gezählt, wie viele verschiedene Strecken es da gibt. Ob man da auch noch irgendwie auf der Motorrennen selber fahren kann. Das war ein schöner Drift. Was haben wir denn hier noch? 50 Sekunden. Können wir hier auch an Bord fahren? Okay, die Lenkbewegungen, die gefallen mir auch. Aber der Sound ist mega komisch. Und da war es schon vorbei. Ich will gerade mal die Kameras durchgehen. Nö, aber es ist überraschend gut. Bis auf den Sound. Gefällt mir das sehr gut. Handling, Optik und so weiter. Oh, wir sind sogar Erster mit 9000 Punkten mehr. Können wir mal kurz die Replay angucken? Was glaube ich auch neu ist, da bin ich mir aber auch nicht sicher, dass du bei der Replay in den Fotomodus schalten kannst. Das ist ganz interessant. Da mit X. Ich muss immer wieder aufs Gamepad gucken, weil das Xbox-Layout kenne ich bis heute noch nicht. So, wollen wir aber nicht. Und dann können wir den Screenshot taken und dann ganz einfach weitermachen. So, wo kann man denn hier die Kameras ändern? Wo steht denn das? Ah, hier. Ah, wir haben auch ein paar Feste hier im Auto. Ah. Das ist sehr cool. Hier die Dachkamera. Oh, sogar so eine Cockpit-Kamera. Das sieht sehr schön aus. Auch das Cockpit an sich drinne, schön detailliert. Er zieht halt keine Handbremse und so, ne? Wie wir es halt auch selber gemacht haben. Ist ein bisschen komisch, aber schöne Lenkbewegung und so weiter. Das ist ordentlich gemacht. Kann man nicht anders sagen. Hier nochmal das Onboard an sich. Ja, so eine Dashboard. Und dann die normalen eben. Aber hier, das ist ganz cool. Nochmal hier auf die Dach. Hier. Kann man sie schon geben, oder?
Coole Sache. So, machen wir mal weiter. War das jetzt nur ein Event oder kommt da nochmal eine Runde? Ja, das war anscheinend nur das eine Event. Das haben wir für uns entschieden. So, ja, bis auf Regenfähigkeit haben wir da schon ordentlich hier und da ein paar Aufwertungen gemacht. Wie ich sehe, gibst du beim Training alles. Ich habe mit Valentino gesprochen und er ist sehr erfreut über deine Fortschritte. Jetzt müssen wir uns auf die Meisterschaft konzentrieren. In dieser Saison hast du noch immer zwei Rennen vor dir. Sepang und Valencia. Viel Glück. Okay, Malaysia, Sepang und Valencia fahren wir noch. Also diese typischen Wildcard-Rennen, die man auch schon aus den Teilen zuvor kennt. Schauen wir mal. Also Rossi ist schon mal begeistert von uns. Sepang, Valencia. Und dann haben wir hier die Monster Rally Show. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf mit dem Rally-Auto. Mit dem Ford Fiesta ist es, glaube ich. Da mal über, ja, Monster, über den kompletten Monster Ring, auch mit Oval. So wie wir das da sehen. Bin ich sehr gespannt drauf. Und dann zum Schluss gibt es ja noch Endurance. Mal schauen, was uns da erwartet. Aber wir fahren erstmal nach Malaysia. Moto 3 Tech. Ich wollte schon Tech 3 sagen. Moto 3 mit dem Sky Racing. Ja. Lassen wir es mal auf Mittel. Es war eigentlich ganz in Ordnung so, oder? Muss man sagen. Ich meine, wenn wir gut und fehlerfrei fahren, dann darf man natürlich auch gewinnen, ne? Aber ich meine, das Feld, das war ja schon nah hinter uns. Mal gucken, Malaysia ist ja jetzt auch nicht gerade eine kleine Strecke, viele Geraden und so. Da wird es auch nicht so einfach sein, wegzukommen. Hallo aus Malaysia, beim Sepang International Circuit. Wir haben auf jeden Fall schönes blaues Wetter. Und starten mal. Jetzt gucken wir auch mal, ob wir da auch nach hinten gucken können, so wie wir das... Ah, das geht... Ja, okay, so. Beim MotoGP 15 und bei den anderen, da hat er ja noch diesen Schulterblick nach hinten gemacht. Jetzt haben wir eben... Ah, ne, er macht's doch. Er macht's doch, genau. Sehr schön. War nur wegen der Startanimation. Aber so guckt er nach hinten. Genau das wollte ich hier belegen. Auf der einen Taste, wo die Hinterradbremse zuvor war. Und wir sind, glaube ich... Boah. Also die Schultern der anderen, die weisen uns den Weg. Und schon sind wir hier die gute Hälfte vor. 14 da. Und auch hier jetzt bei Sonnenschein zu fahren. Also ich muss wirklich sagen, das Gras gefällt mir jetzt echt nicht so von den Farben her und so. Und dass es auch nicht so saftig grün ist und so. Okay, mag ja sein, dass es jetzt hier kein Golf-Kunstrasen, wie auch immer ist. Aber die sieht halt wirklich so 2D-texturmäßig dahin geklatscht aus. Naja. Aber soweit echt die Farben, Kontrast. Das ist echt schön. Es gefällt mir sehr farbenfroh. Das finden wir gut. Mal schauen, wie es im Regen aussieht. Da sind wir erstmal hier auf der ersten. Oh, die Fahrernamen werden nicht angezeigt, wenn du nach hinten guckst. Nur wenn sie hier vor dir sind. So, mal gucken. Hier gab es ja auch einen schönen Bug. Da sind sie... Ja, oh, da fahren sie schon wieder. Genau derselbe Bug wieder am Start. Dass sie da bei den Curbs, wenn sie die zu eng nehmen, fahren sie nach links und stürzen. Das hatten wir auch schon in MotoGP 15. Da gibt es eigentlich in jeder Runde so 2-3 Fahrer, die dann Abgang machen. So, und hier jetzt zur legendären Sepang-Clash-Kurve Rossi gegen Marquez. Aber die Fehde ist ja seit dem Katalonien-GP besiegelt, was wir alle natürlich sehr gut finden. Und dass da jetzt wieder ein bisschen lockere Stimmung herrscht bei den PKs. Und wo sich die beiden auch immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort rumtreiben. So, wir sind vorne. Ich würde jetzt mal ganz gerne... Was haben wir denn hier? Oh, das ist aber weit. So, wir haben einmal hier die Onboard natürlich und einmal werden wir die Helme haben, genau. So, ich muss gerade mal kurz was geguckt. Oh, das ist aber komisch, wenn das hier so weit weg ist, ne? Ist ein bisschen merkwürdig zu fahren. So, wir können mal hier die Onboard lassen. Was ich auch schon mal
Oh, Frames, was ist hier los? Was mir schon mal gut gefällt, ist, dass es bisher keine Soundbugs gibt, wenn man die Kameras wechselt. Weil bei MotoGP 15 hatte ich sehr, sehr viele Soundbugs. Wir haben es ja gesehen, bei der letzten Folge Red Bull Rookies, da war gar kein Sound. Und ansonsten hier und da bei Onboard-Perspektiven oder anderen Kameras war da gar kein Sound, hat rumgesponnen. Ebenso bei den Replays, wenn du da eine Onboard-Sicht gewählt hast. Aber so hier sieht es ganz schick aus. Auch diese... Ja, okay, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn du auf den Curbs fährst. Und das reflektiert dann so auf deine Scheibe da vorne. Aber so an sich echt gutes Feeling. Ist ein bisschen tricky. Muss man sich ein bisschen reingewöhnen, hier ordentlich zu fahren dann. Weil du einfach aus Prinzip schon fast die Kurven einfach weiter nimmst. Weil das halt mit der Körperhaltung und so hier ein bisschen komisch ist. Weil du guckst jetzt hier geradeaus mit dem Körper und das Bike, das ist ja dann wirklich links oder rechts neben dir und du willst ja mit dem Körper dann deine normale eigentliche Linie fahren, aber du musst dann mit dem Körper eigentlich dann ja auf dem Curb so sein, damit dein Bike eben diese Linie hat, die du jetzt eigentlich siehst. Aber das ist schon cool, so unten ist auch hier unser Hut. Was wir eigentlich haben hier, Geschwindigkeit und letzte Runde, gucken nach hinten. So wirklich weg kommen wir nicht. Ja, wir haben ein bisschen spät angebremst, ein bisschen zu früh, andersherum. Fällt es dran, links die Streckenkarte haben wir ja auch noch. Da können wir es auch noch ein bisschen sehen. Naja, 7/10. Müssen wir uns noch mal so ein bisschen konzentrieren. Aber ist schon cool. So aus der Onboard. Noch nie wirklich ausprobiert. Weil es gefühlsmäßig einfach nie so wirklich mein Ding war. Das wird sich, glaube ich, hier und da mal ändern. So, da hinten haben wir sie. Und das war sehr knapp, glaube ich. Ja, da gab es schon hier wieder kurz gelb. Wen hat's erwischt? Bulega. Das ist, der ist aber auch ein Sky Racing, glaube ich. Der junge Mann mit den längeren Haaren, meine ich. So, Blick nach hinten. Ja, das sollte, denke ich mal, reichen. Eine gute Sekunde, meine ich. Eine Kurve noch. Ja, spät, aber wir können... Ja, allgemein spät. Kommen sie noch mal ein bisschen dran. Aber, ja, das reicht auch nicht. Da wird noch mal überholt. Bastianini, Antonelli. Oh, das gibt aber ein Fotofinish da hinten. Das sind, glaube ich, 3 Stück. Über die Linie, mal gucken, wer hat sich da den zweiten Platz geholt. Ja, das, boah, dass man das nicht abstellen kann. Es war in der Tat Bastianini, Antonelli und dann erst Binder. Oh, hier Cattararo mit der schnellsten Runde. Der einzige mit einer 18, mit einer 18,9. Mhm. Ja, bisher bin ich sehr zufrieden. Was das Ganze so angeht, auch die Schwierigkeit. So, alles verbessert bis auf Regen. Ist aber auch, denke ich mal,
da wir noch relativ am Anfang sind, dass wir da erstmal, ja, oder anders gesagt, wenn wir uns dran gewöhnt haben, dann werden wir natürlich auch mit der Zeit besser. So, Valencia steht jetzt an, das letzte Rennen. Starten wir gleich los, ohne hier großartig rumzumachen. Und dann geht es zur Monster Rally Show. Mal gucken, ob das dann da auch irgendwie mit der Handbremse so auf der Rennstrecke Ricardo Toro ist. Aber das werden wir dann schon sehen. Erstmal steht hier Valencia an, 3 Runden. Bei schönem sonnigen Wetter auch hier ebenfalls. Und dann gucken wir mal. Ist eine kurze Strecke, eine sehr kurze Strecke. Viele Kurven. Gucken, wie wir uns da durchstängeln können. Ich lasse auch erstmal jetzt hier die normale Kamera, sage ich mal. Und dann starten wir. Den ersten 1, 2, 3 Kurven wird es ein bisschen eng. Wenn das Feld hier noch beisammen ist, aber. Ja, haben da schon einen ganz guten Weg gefunden. Oh, hier rechts. Alexis Maspou mit der Peugeot, glaube ich. Da gab es schon den ersten Sturz. Aber ich muss sagen, auch hier Valencia. Asphalt und so. Also die Strecken sehen echt hübsch aus. Kannst du einfach nicht anders da sagen. Oh, hier Philipp Oettel neben uns. Es sieht echt schick aus. Hier mal nach hinten gucken. Da war die 65. So, hier gehen jetzt wieder kurz die Frames runter. Also das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Das war jetzt in der ersten Folge nicht. In der zweiten Folge zum Teil nicht. Aber seitdem geht es immer mal ein bisschen kurz runter. Ich frage mich, woran das liegt. Selber am PC im Hintergrund. Eigentlich alles ausgestellt. Keine Virenprüfung oder sowas. Oder kein Update, was da irgendwie runtergeladen wird, Origin-mäßig oder so. Und sonst habe ich ja nicht so viel. Auf dem PC. Und wir sind schon wieder auf der 1. Also ich glaube, so langsam dann für nächste Saison können wir dann auch mal eine Stufe höher stellen, aber wir wissen ja auch gar nicht, wie es überhaupt dann losgeht. Ja, wie diese ganze Academy-Sache aufgebaut ist. Ob du da jetzt ja in der Moto3 startest, eben typisch karrieremäßig und dann halt eben hochfährst, dich aufsteigst und so weiter. Zwischendurch immer mal wieder hier so ein bisschen Motoranch, Flattrack. So, wieder gehen die Frames runter und wieder sind sie hoch. Da müssen wir nochmal schauen. Oder ich stelle das an, hier Lasing mal eins runter. Macht da im Grunde auch nicht so einen wirklich großen Unterschied. So, wir können eigentlich wieder auf Onboard stellen. Genau. Oder wollen wir mal mit Helm? Wobei mit Helm jetzt auch nicht wirklich was anderes ist, ne? Du hast halt dieses Overlay davor und der Sound ist ein bisschen abgebrummt. Kann man vielleicht mal schauen, wie das im Regen aussieht, ob man da irgendwelche coolen Effekte drauf hat. Aber so könnten wir mal fahren. Wir sehen zwar gar nichts, aber ich denke mal, wir sind in dieser zentralen Position. Aber ich finde schon mal schön, dass der Sound da so auch funktioniert. So, was sagen die Frames? Mann, Mann, Mann. So, letzte Runde. Also hier können wir uns auch ein bisschen absetzen, können auch hier so zurückgucken. Und wieder ein kleiner Einbruch. Kommt jetzt häufiger.
mal am Ende der Folge gucken, geht ja jetzt auch nicht mehr so lange. Das Rennen noch zu Ende fahren, dann haben wir es ja auch wieder. So, nicht auf den Curbs beschleunigen. Das ist nie eine gute Idee und noch nie eine gute Idee gewesen und das wird auch nie eine sein. Aber die Kamera hier auch sehr interessant, macht Spaß. Einfach mal hier so an vorderster Front. Wobei ich das bei anderen Rennspielen bzw. bei Autorennspielen nicht so gerne habe. Da habe ich eigentlich immer gerne die Motorhaube. Oder in ganz seltenen Fällen die Dachkamera, dass du da so ein bisschen was immerhin vorne siehst. Aber das hier, das geht jetzt voll klar. So, da sind wir auf der Zielgeraden. Und wir streben unseren nächsten Sieg an, unseren dritten. Wir haben alle drei Moto3-Events auch hier gewonnen. Valentino Rossi wird sehr begeistert sein. Jawohl, 3,2 Sekunden vor Fenati wieder. Sehr schön. So, gib mir die Punkte. Gib, gib, gib. Und natürlich die Fähigkeiten. Was sind wir denn da so mittlerweile? 44, 46, 45, so um den Dreh, was die Level angeht. Mal gucken, was da das Maximum ist. Wenn es denn ein Maximum gibt. Mal gucken. Nun haben wir also unsere erste Saison gemeinsam hinter uns gebracht. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber ich bin mit dem Verlauf sehr zufrieden. Jede Menge Teams wollen dir für das nächste Jahr einen Vertrag anbieten. In ein paar Tagen schauen wir uns ihre Angebote einmal an. Aber jetzt musst du mal in deine Post schauen. Valentino hat eine Überraschung für dich. Alles klar, wieder eine Sprachnachricht vom Valle und Angebote haben wir auch dann für die Moto3, denke ich mal. Die schauen wir uns dann auch demnächst an. Ich denke mal nach der Monza Rally Show hier bei MotoGP Teams. So, schauen wir uns nochmal die, oder hören wir uns nochmal die, die Nachricht an. Not long to go to the Monza Rally. I hope you are really pumped, because I feel in really good shape this year. Good luck to everyone. Alles klar, schon mal für die Monza Rally Show ein bisschen eingestimmt. Valle hat gute Laune. Wir werden es, denke ich mal, auch haben in der nächsten Folge dann, wenn es dann mit der Monza Rally Show losgeht. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Die anderen Events haben bisher wirklich sehr viel Spaß gemacht und waren auch sehr solide. Und dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Valentino Rossi The Game.